Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Genia Volk und heute ein Squad bei der Battle oder auch genannt SBB. Ihr seht da schon die geile Karte. Ist einmal Lozano Footies. Und ich meine, ich kann das ja nicht alleine machen. Ich habe mir meinen Bratan, meinen kroatischen Bruder mitgebracht. Das ist einmal I am Tabak und er darf sich natürlich gerne mal vorstellen. Servus, ich bin der Tabak und freue mich, dass ich hier sein darf. Genia, ist mir eine Ehre. Macht mir da immer Spaß, mit dir Videos aufzunehmen. Ich freue mich mega drauf gleich und Lozano, die Karte sieht echt brutal aus. Ich bin gespannt, was du mir da für ein Team vor die Nase hauen wirst. Ja, und natürlich, meine Freunde, wir haben auch bei IM Tabak aufgenommen. Unten ist natürlich der Link zum Hinspiel, das ist das Rückspiel. Mit Footies Alessandrini. Schauen wir mal. Ja, also ja. Jungs, gönnt euch das Video, das war mega, ehrlich. Also das Spiel und ja. Das Abstoßen, also ich sag dazu nichts, das war einfach nur krank. Ja, das war, also es wurde was Krasses abgestoßen. Ja, ja, ja. Ja, good. Leider ja. Wer man weiß es nicht, haha. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen mit den ersten Positionen an. Okay. Ich spiele mit der 4-3-2-1 und du? Genau, ich spiele mit der 4-3-1-2, Jungs. Aha, alles klar. Gut. Und ich würde sagen, ich habe schon aufgeschrieben. Du kannst den Spieler reinstellen und mal gucken, ob ich einen getroffen habe. Dann lege ich mal los. Ja. Und zwar haben wir im Sturm... Da habe ich wirklich jetzt ein bisschen Bedenken, dass du den wirklich hast. Und zwar ist es der gute Hernandez, die Prime-Icon-Version. Ja. Und als ZOM haben wir auch eine Special-Card, ein Inform vom PSW. Den hast du wahrscheinlich echt, aber ich habe ihn jetzt einfach mal genommen. Das ist der gute Pereiro. Pereiro, okay, an den habe ich nicht gedacht, aber ich habe Hernandez. Hast du echt getroffen, oder ja, was? Ja, ist die Frage, stelle ich dir da einen Torwart hin im Sturm, oder? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Spaß. Oh Mann. Ja doch, ich will, dass du da deinen Torwart hast. Ein Torwart? Ja. Jetzt sag mal bitte, wie soll ich einen mexikanischen Bronze-Torwart finden? Tja, das ist mir egal. Ja, Mann, das geht. Geil. Jungs, das geht ja schon gut los, also wirklich. Das ist gut, das freut mich. Ah, ja, ja, ja. Hast du dich auch vorbereitet bei mir? Ja, hab ich. Nein, hab ich noch nicht. Nein? Okay. Sekunde. Aber jetzt hat der Kollege hier. Ach doch, der kommt. Fucking. Nee, zwei. Boah, ich brauch einen. Einfach aus dem PSW am besten. Ganz kurz. So. Netherlands. Ah doch, ich habe mich schon vorbereitet für dich. Achso, hast du schon, sehr gut. Ja, sorry. Hab mich schon vorbereitet. Ah, Bronze haben wir. Ich grüße dich, Servus, was ist denn das? Hoffentlich hat PSW so ein Bronze-Torb. Ja, haben sie. Küss dein Auge. Okay. Okay. Gut, Genia, mein Freund. Der Bronze-Torwart ist drin. Sehr gut. Jetzt bist du dran. Ich halte mal rein. Wir haben hier zwei Spieler. Du hast einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Ja. Also den linken, darauf würdest du nicht kommen. Bei dem rechten eher ja. Okay. Also, ich gehe in den linken Flügel. Und zwar ist eine SBC-Karte. Die hast du auf jeden Fall nicht. Das ist Asayaidi. Wer ist das? Er spielt irgendwo da in der Liga. Okay. Ist ein 81er, hat eigentlich gute Werte, 88 Tempo. Okay. Also auch aus der holländischen Liga? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Und rechts habe ich eine Karte, die feiere ich echt. Und zwar sein Vater hat, glaube ich, schon Fußball gespielt. Oder was heißt, glaube ich, hat er. Oder ich weiß nicht, ist der Cousin. Von Patrick Kluivert, der Sohn der Junior Kluivert. Und da muss ich dir leider sagen, den habe ich, Mann, endlich Nein, mal. Nein, Justin, den hast du, ja. Den habe ich, den Kluivert habe ich aufgeschrieben und links habe ich Martial aufgeschrieben. Aha, okay. Aha. Aber da wären die doch gar nicht auf Folge-Cam gekommen, wenn du Martial und rechts Kluivert. Ja, hat Kluivert nicht einen starken Link? Hätte er nicht einen starken Link zu dem? Nein. Susanne? Das spielt jetzt keine Rolle. Okay, alles klar. Willst du dann Torwart oder normalen? Die werden gar nicht auf... Ja, okay, gut, stimmt, hast recht. Ich stell dir auf dem rechten Flügel mal den Torwart schon mal hin. Alles klar, super, machen wir. Dann würde ich sagen, nächste Position, bis gleich. Gut, Jungs, wir gehen jetzt rüber zu den Mittelfeldspielern. Bei mir sind es hier 3 ZMs. Beim Schenja müssen es auch 3 ZMs sein, oder? Richtig, genau. Sehr gut. Und wer legt los? Ja, ich stell die jetzt rein, ne? Genau. Dann bist du wieder dran, glaube ich. Ja. Dann zeige ich meine schöne Tafel hier. Okay,
Okay, Jungs. Bei mir sieht es ein bisschen scheiße aus, weil ich habe in schneller Manance, oder siehst du, wie das scheiße heißt, auf jeden Fall Team gebaut, ja. Okay. Ich habe ein paar Special Sial-Karten bei mir. Und zwar ganz rechts möchte ich gerne mal auch den Maus probieren, noch nie gespielt. Nennt sich Strothmann SBC-Karte. Kann man probieren? Ja, den könntest du zum Beispiel jetzt haben. Das ist einmal Van Ginkel. Okay. Ja, den könntest du haben. So, wo ist der denn? So, Van Ginkel, hier ist er. Und dann habe ich rechts, oder links daneben habe ich Tadic. Tadic, okay, der von Ajax, gell? Ja. Der gute Serbe, nee, ich habe leider Van Ginkel nur. Aber immerhin, Jungs, immerhin Van Ginkel, das ist der zweite, den ich jetzt hier abschießen darf. Ja, Schenja. Mein Lieber, das läuft. Das läuft bei mir mies, ne? Das läuft. Okay, das da läuft. Kommt ein Bronze-ZM in. Alles klar, Bruder. Alles klar. Läuft. So, jetzt bin ich gespannt, was du hast, ey. Soll ich schon losschießen? Ja, gerne. Hau raus, was hast. Okay, Jungs, dann gehen wir jetzt los. Ich fange an beim mittleren ZM. Da haben wir einen richtig starken Jungs. Ihr kennt ihn alle. De Bruyne, der gute Belgier. Der rechter ZM ist Team of the Season, Fernandinho. Ich meine, hier konnte ich machen, was ich will. Also, ja. Wenn du jetzt hier irgendeinen getroffen hast, alter Spielermann, dann weiß ich auch nicht weiter. Respekt, wa? Dann habe ich noch Ivan Rakitic, seine 94er-Karte. Das sind die drei Spieler. Okay. Also, ich weiß nicht warum. Ich habe aufgeschrieben Petit. Mhm. Ja. De Bruyne. Und Bakayoko. Du hast De Bruyne aufgeschrieben. Ich schwöre, habe ich De Bruyne hier. Dein Ernst jetzt? Steht in der Nische. Ja, läuft. Das ist aber gerade echt ein Problem, gell? Ja. Ah, okay. Das ist ein Problem. Scheiße, guck mal, hast du schon gemerkt? Also wir schießen jedes Mal, in einer Runde schießen wir einen weg. So. Gerade eben schon, ja. Das ist echt krass. Alter, was ist denn da los? Ich muss kurz überlegen. Das ist echt heftig. So, da würde ich sagen, rechter Verteidiger, linker Verteidiger, ab geht er. Ab geht er, gell? So, meine Freunde, die letzten Positionen, linker Verteidiger, rechter Verteidiger. Und ich würde sagen, du darfst gerne mal dein Ding reinhalten und ich sag meine Positionen. Gut, ich halte mal mein Ding rein, Leute. Hier, bitteschön. Alles klar. Kroatische Whiteboard Anaconda. Okay, also links habe ich. Ah, scheiße. Links habe ich einmal Tagliafico. Hm, okay. Ja, den hast du auf jeden Fall. Ja, siehst du, er lacht schon. Ja. Okay. Und dann habe ich rechts habe ich Cancelo von Juventus. Cancelo, der neue Juventus-Spieler. Ja. Da habe ich diesen guten Karlsdorp aufgeschrieben, der Holländer. Aha. Da dachte ich vielleicht wegen Strootmann, Florenzi war auch noch in Frage gekommen. Ja. Ah, hast den genommen, gut. Also einen musst du weghauen wieder. Code ist noch immer erhalten. Jedes Mal einen weghauen, Jungs. Ja, so, Tagliafico weg. So, jetzt bin ich gespannt. Tagliafico. Gut, dann hau ich jetzt meine Spieler rein. Mhm. Links, da gehe ich mit einem berühmt-berüchtigten Spieler, der jetzt bei Everton ist, und zwar der gute Digne. Auf den bist du wahrscheinlich nicht gekommen, ne? Hoffe ich mal. Nee. Und rechts, da haben wir einen sehr speziellen Spieler, wo wir gerade bei Spezial waren. Das ist der gute Kyle Walker, Team of the Season. Nein, den hast du, gell? Das ist doch brutal. Hast du echt? Ja, ich schwöre, ich hab den. Also ich habe aufgeschrieben Walker und Hernandez. Hernandez? Ja, ah, ja. Hernandez, Theo Hernandez, von gell? Atletico. Ah, der, okay, gut. Alter Schwede, jetzt darf ich den auch raushauen, hey. Jungs, das ist so geil, Alter. Jeder, immer ein Schuss, ein Treffer, dieser. Ne? Echt heftig. Gut. Ja, gut. Sehr gut. Ich würde sagen, die goldene Mitte, sag ich mal, ne? Oder das Goldstück, sag ich mal, ne? Ein Goldstück. Bis gleich. Wir sind jetzt angekommen bei den Innenverteidigern, dann noch beim Keeper. Ich würde sagen, Leute, jetzt wird es nochmal richtig spannend, Mann. Wir haben schon drei Bronze-Spieler, das ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar dazu, Mann, wer weiß. Ja. Mal schauen, gut. Ich würde sagen, ich halt rein, du kannst aufstellen, ne? Mhm. Dann fange ich mal an mit dem Aufstellen. Und zwar gehen wir bei der linken Innenverteidigerposition mit Varane, seiner 93er Karte. Schaut euch mal die Stats an. 88 Tempo. Servus. Innenverteidigung Nummer 2. Jetzt war ich gerade falsch. Da haben wir einen sehr starken Spieler, Spezialkarte. Der Schenja wird wahrscheinlich jetzt draufgekommen sein, leider. Da war ich vielleicht zu ausrechenbar. Das ist der Company. Den habe ich vorhin schon benutzt. Jetzt benutze ich ihn wieder, ich Idiot.
Und als Torwart haben wir eine richtig geile Karte, und zwar Keylor Navas 90er. Aha. Aha. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Du hast Varan genommen, ne? Genau. Scheiße. Ich habe aufgeschrieben, Umtiti, Kompany und Ter Stegen. Umtiti, Kompany, und du triffst schon wieder einen. Aber es war ja klar, dass du Kompany triffst. Guckt euch mein Team an, Jungs. Guckt euch das Team an. Ich habe mir übrigens auch überlegt, gell, Umtiti, Ter Stegen zu machen. Zum Glück war dann jetzt gegangen, weil sonst wäre das, glaube ich, ganz in die Hose gegangen. Ja. Naja, schauen wir mal. Aber da hättest du ja nur Ter Stegen nehmen können oder Courtois, ne? Ja, das stimmt auch, ja. Jetzt geht's weiter mit deinen Spielern. Ich halte die Tafel rein. Bist du ready? Ja. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, Mann. Ich habe eine kurze Frage. Hast du zwei Ligen aufgeschrieben? Also zwei Ligen kann man es nicht nennen, nein. Okay, gut. Puh. Also, und zwar rechts braucht Strootmann einen Link. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Ich kann Benatia nehmen, Chiellini. Ich habe Manolas genommen. Du hast Manolas genommen? Ja. So, Manolas. Okay. Links daneben habe ich Tots Delight oder Delict. Und im Tor, ja, und im Tor habe ich Alisson. Jungs, ich muss los. Jetzt ohne Spaß. Hast alle, ich schwöre, wa? Bro, jetzt ohne Spaß. Du hast alle? Ich habe natürlich Delict, habe ich nicht, das ist klar. Den habe ich nicht. Ja. Ich habe Manolas und Alisson getroffen. Ich habe dann noch Blanc ausgesucht, weil ich dachte, du willst noch eine Icon reintun. Fuck. Also, du musst noch zwei weitere wegholen. Alter, das wird hier im vollen Bronze-Special. Was ist los, Mann? Ja, es läuft bei uns, ey. Fuck. Ich sehe schon, ich stoß Luzano alle ab, Alter. Kleiner Spoiler, vorhin haben wir ungefähr gefühlt fast gar keinen getroffen. Und jetzt halt, das jetzt, ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Oh, Mann. Echt krank. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns beim Game. Alles klar. So, meine Freunde, jetzt gucken wir mal das Team an von Antonio. Nein! Der sieht natürlich krass aus. Du hast echt viele Bronze-Spiele, Alter. Bei dir kann man ja fast gar nichts treffen. Hey, bei dir muss ich ja Lozano wegschießen, damit du hier... Ja, ja. Und Delict. Ah, und Delict, ja. Und Strootmann vielleicht ein bisschen. Ja. Oh, Gottes Willen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ja, viel Erfolg mit den ganzen Bronze-Spielern. Dankeschön. Ich habe bis jetzt in FIFA 18 noch nie so ein Spiel gespielt mit so vielen. Wirklich nicht. Jo, das ist mein Torwart! Das ist der große Torwart. Er macht einfach ein Post-Tor. Grüß dich, Servus. Eieiei, das wird ein Spektakel im Abstoßen sein. Was war das, Mann? Ich wusste nicht, dass ein Torhüter so gut schießen kann, ist mir ehrlich. Aber guck mal. Guck mal. Alter. Ja, und mein Perfekt. Torwart. Hey, dieser Torwart von dir, ne? Und Sterling, 2-0, Jungs. Das ist aber nicht der Raheem Sterling, nicht vergessen hier. Das ist, glaube ich, ein Rechtsverteidiger, gell? Von City. Shenya, das tut mir leid. Musst du verstehen. Ja, kein Problem, Bruder. Ne? Wen hast du denn im Tor? So ein Bronze-Torwart, gell? Ja, Bernie. Bernie? Ja, das war echt ein richtiger Bernie. Ja. Oh. Oh, Mann! Oh, haut er den rein. Jawohl, 3-0. Abstaubertor ist am Start. 25. Minute? Läuft bei mir. Läuft rückwärts. Ja. Aber ich muss auch wieder Tore theoretisch schießen, damit ich den Spieler von Jürgen treffe hier. Ja. Nee? Also wenn du 11 triffst, dann quitte ich, dann kann ich eh alle abstoßen. Dann machen wir so. Oh, Torwart! Ich muss ab und zu einfach mal draufziehen gehen, weil der Torwart ist eigentlich nicht so gut. Aber ich hätte mal was Gutes gemacht. Jawoll! Lozano ist am Start. Das kann's doch nicht sein! Die Kamera verspringt voll. Ich hör meinen rechten Ohr so. Oh Mann, ey. Ja, Lozano. 4-0. Mexikanisch. Viermal kannst du abstoßen. Was war das? Scheiß Torwart, ey. Bro, was war das? Was haben die gemacht? Alter. Wahnsinn, ich komm nicht zum Ball. Und da läuft's. 4-1. Ja, ein Tor wegen Luzano. Schön, Junge, schön. Gut, was willst du dazu sagen? Ist verdient.
Ist einfach verdient und weiter geht's. Jawohl. Fick dich! Oh Mann. Penalty hatten wir vorhin auch schon, gell? Ja. Das kennen wir schon. Wo ging er vorhin rein, weißt du das noch? Nee. Da geht er jetzt wieder rein. Ja klar, guck mal, du kannst ihn einfach in den Torwart reinschießen da. Siehst du? Jawohl. Lozano, sein zweites Tor, glaube ich. Also, aber die hat er auch eins gemacht. Ja. Hm. Also ich muss sagen, ich bin mit Lozano überhaupt nicht zufrieden. Also ich habe den schon, glaube ich, 10 Spiele oder so, der ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, ich habe 3 Spiele gemacht, oder erst, also jetzt mit dem noch 3. Ist auch nicht so der heftigste gewesen, muss man ehrlich sagen. Komm, Fassi. Es ist ein Foul. Abstoß. Es war ein Foul. Jawohl, Gelb-Rot. Das ist Delikt. Nein, das ist von dem Ginkel, oder? Nee, Romangia, wer ist das denn? Achso. Oh, mein Verteidiger. Geil. Nice. Aber nur noch 7 Minuten. Denkst du, er kann Freistöße schießen? Weiß nicht. Lozano? Da steht ja Freistoßspezialist, ist er, oder? Komm, wir versuchen es mal. Du hast eben raus, der Keeper. Nein, nein. Oh Gott. Oh. Na. Was ist das? Ich hab gar einmal... Jawoll, Alter, jetzt. 5 Stück, Mann. Eigentlich unnötig, dass man sich noch freut, aber ich will den Lozano weghauen. Wir sind beide eh nicht zufrieden mit denen. Nee. Da tut's mir auch nicht weh. Lieber, weiß nicht, Delikt tut's weh, ne? Dich. Ja, Delikt, den, vor allem den hast du dir freigespielt, gell, in diesem Katalog, oder? Ja, war das so? Ja. Bei den Online-Aufgaben da, gell? Ich glaube, war das nicht sogar das Turnier? Ich weiß es nicht. Okay. Dieser Lozano, der ist so verloren. Ich weiß nicht, wo du den spielen sollst, Alter. Na, ich weiß auch nicht, auf dem Flügel war ja schon geil immer, gell, seine Special Card. Ja, oder ZOM, aber Stürmer. Also Sturm? Weiß nicht. Ja. Voll die Pumpe. Ja. Ja, du hast verdient gewonnen, also was soll ich sagen? Ich kann froh sein, dass es nur 6 Tore sind. Ja, ich hatte auch das bessere Team, würde ich sagen. Vorhin war es viel spannender, da war das ungefähr gleich gutes Team. Ja. Und jetzt hattest du echt nochmal ein Brustspiel oder 2 Brustspiele. Ja, mehr als ich. Das ist schon heftig. So, vor allem mit dem Tor noch. Weißt du, bei mir geht jeder Schuss fast rein, muss man auch sagen. Stimmt. Okay, Jungs, dann gehen wir zum Abschluss, oder? Ja. Oje. So. Du hast 4, 3, 2, 1. Okay. 4, 3, 2, 1. 5 darfst du. Das Lustige ist, vorhin habe ich wirklich einen Spieler getroffen, den wollte er nicht verlieren. Ich hoffe, diesmal wird es nicht wieder so einer, wie der Lick zum Beispiel. Ach, wenn, okay. wenn, weißt du, ich meine. Ja, klar. Oh, also 5 schieße ich ab, gell? Ja. Sag, wenn du fertig bist, wenn du ready bist. Ja. Ja. Du bist ready? Okay. Ich nehme zum einen mal den Torwart, einfach mal. Den Torwart? Mhm. Das ist Bernie. Das Geilste ist, der hat gekostet 4,5, ne? Als Bronze. Okay, also einer der teuersten Spieler vielleicht. Ja. Okay, dann haben wir... Ich nehme den rechten Verteidiger. Den rechten Verteidiger? Mhm. Ist Cancelo. Okay, gefühlt hast du bis jetzt noch nichts umgestellt. Ah. Ich nenne den rechten Innenverteidiger noch. Rechten Innenverteidiger, das ist die rote Karte, ja. Romangia oder sowas heißt ja. Der. Also habe ich bis jetzt 3 Brawl-Spieler getroffen. Ja. Nee, und Cancelo. Ja, ja. Also okay, 2 hast du. Ich nehme mal den Stürmer. Bye, have a great time. Nein! Nein, sei nicht... Was? Lozano. Dein Ernst jetzt? Ich schwöre. Hast du irgendwas umgestellt überhaupt? Ja, habe ich. Echt? Ich treffe Lozano. 2 Spiele habe ich. Was? So, ich habe nichts gesagt. Heftig. Komm, Lozano. 70 Spiele, 6 Tore, 7 Vorlagen. Fick dich, tschüss. Ja? Wie viel habe ich noch? Noch einen? Einen, ja. Okay, ich nehme den mittleren ZM. Ja, das ist Strootmann, den habe ich umgestellt. Geil. Sehr gut. Strootmann SPC kriege ich nie wieder. Oh Gott, ey. Wo war Delikt? Delikt ist da, wo da war. Ah, okay. Da, wo immer war. Ja, du hast eigentlich richtig geil getroffen. Ey. Ja, den ich treffen wollte. Du Sau.
Der freche Lozano, Mann, ich sag's dir, Mann. Ja, so ein Drecksack. Naja, weg ist weg und meine Freunde, das war's. Also auf jeden Fall geht ihr rüber zu einem Tabak, da haben wir auch aufgenommen mit Alessandrini. Da war's mit dem Abstoßen so ähnlich. Und ja, das war's von mir. Ich danke dir und du hast natürlich Spaß die Abschlussworte, ne? Hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich auf die FIFA 19 Aufnahmen. Allgemein so ein frisches FIFA mal wieder dann. Es wird richtig geil die Zeit. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Video, Jungs. Haut's rein. Abonniert Shenya an die Tabak Army hier. Eskaliert richtig. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles klar.